Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Elster, Jonagold und Boskop sind die bekanntesten Apfelsorten für einen Apfelkuchen. Es gibt aber auch noch andere köstliche Äpfel, die sich zum Kuchenbacken eignen, wie zum Beispiel Gala, Ida Red oder Granny Smith. Ich verwende für unseren heutigen Apfel-Marmorkuchen Pink Lady. Ich lege auch gleich los. Wir brauchen 300 Gramm weiche Butter, 230 Gramm Zucker, 4 Gramm Vanillezucker und einer Prise Salz, weißcremig. Für unsere 5 Eier brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, denn wir rühren sie ja einzeln unter. Dann mischen wir 350 Gramm Mehl mit 15 Gramm Backpulver, geben es in die Schüssel, fügen 50 ml Milch dazu und verrühren alles zu einem glatten Teig. In diesem Drittel verrühren wir 20 Gramm Backkakao und 25 ml Milch. Wir nehmen heute wieder mal eine 26er Springform. Die habe ich auch schon vorbereitet. Auf dem Boden liegt ein Backpapier und den Rand habe ich eingefettet und mit Mehl bestäubt. Und dann können wir auch gleich den Teig einfüllen und wir fangen mit dem hellen an. Den dunklen Teig verteilen wir ringförmig auf dem hellen Teig. Nun nehmen wir uns eine Gabel und marmorieren den Kuchen. Den ersten Teil haben wir. Jetzt kümmern wir uns um unsere Ladies, um unsere Pink Ladies. Die werden geschält und klein geschnitten. Damit die Apfelstücke nicht braun werden, werden sie noch mit Zitronensaft verrührt. Nun heizen wir noch schnell den Ofen vor und dann verteilen wir die Äpfel auf dem Kuchen. Für unseren Kuchen brauchen wir etwa 400 bis 500 Gramm Äpfel. Unseren Kuchen backen wir jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen. Der Kuchen stand 65 Minuten im Ofen. Jetzt ist er abgekühlt und bevor wir ihn mit ganz viel Schlagsahne servieren, streue ich noch ein bisschen Puderzucker oben drauf. So sieht unser Marmorapfelkuchen von innen aus. Wir haben einen locker leichten Boden mit hellem und dunklem Teig und obendrauf die Äpfel. Das Rezept dazu findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!